So friedlich wie hinterher beim gemeinsamen Foto war es vorher in den 60 Minuten nicht. Beide Teams gingen durchaus mit gutem Körpereinsatz rein. Vor allem die Gäste aus Ottawa waren bei der einen oder anderen Aktion auch mal leicht drüber, was eingangs des Mittelabschnitts Sheriff Jan-Ferdinand Stern auf den Plan rief. Insgesamt die College-Jungs aus Übersee körperlich natürlich deutlich weiter, da wesentlich länger auf dem Eis. Und das schlug sich am Ende auch im Ergebnis nieder. Die Kanadier siegten mit 3:1. Trotzdem war es für Thomas Greilinger und Co. ein sehr guter erster Test. Ich denke, die ersten Spiele sind immer anstrengend. Ich glaube, wir waren alle lange nicht mehr am Eis. Man hat gemerkt, dass die schon länger am Eis sind. Uns ist, glaube ich, Kraft ein bisschen ausgegangen. Ich denke, im ersten Drittel haben wir gut mitgespielt. Dann ist es immer schwieriger geworden. Aber es ist auch jedes Jahr so, dass die ersten 3-4 Spiele ist einfach, dass man, sag ich mal, die Spielkondition wieder kriegt. Aber ich glaube, die Ansätze waren schon ganz gut. Wir haben gute Chancen gehabt, die wir leider nicht genutzt haben. Powerplay war ein bisschen miserabel, muss man ehrlich sagen. Da haben wir was zum Arbeiten noch. Wäre ja auch sonderbar, wenn im ersten Spiel schon alles funktioniert. Im ersten Abschnitt war es vor der tollen Kulisse von fast 1500 Fans, wie von Greilinger angesprochen, ein ziemlich offener Schlagabtausch. David Zabolotny, der die erste Hälfte dieser Partie im Deggendorfer Kasten stand, musste da einige Male rettend eingreifen. Die nächste Chance hatte Matthew Newcomb. Aber auch der DSC trat offensiv mehrfach in Erscheinung. Andreas Gavlik zielte nach einem energischen Vorstoß knapp vorbei. Mitte des Drittels dann die Hauseren zweimal hintereinander in Überzahlung mit zwei recht guten Chancen. Neuzugang Kyle Osterberg, der ja selbst auch aus einem College-Programm hervorgegangen ist, findet den Goalie Nick Hodgins, seinen Meister. Wenige Sekunden später scheitert auch Curtis Leinweber, der die Mannschaft als Kapitän aufs Eis führte, an Hodgins. Andrew Chambry verpasst dann den zugegebenermaßen auch schwierigen Tip-In. Und Ende des ersten Abschnitts baute sich dann schon die Spannung auf, die später in der kleinen Keilerei von Stern gipfelte. Ivan Mongo mit einem gefährlichen Check gegen Stefan Döring einen Meter von der Bande weg. Überhaupt ein Wort zu den Youngsters. Döring, Johannes Brunner, Marlon Wolf und Co. zeigten durch die Bank eine sehr engagierte Leistung, was dann sogar im Führungstor in der 30. Minute durch David Seidel gipfelte. Auch der neue DSC-Coach Dave Allison zeigte sich hinterher ziemlich angetan von seinen Jungspunden. Mit unseren Youngsters war ich sehr zufrieden. Seidel hat ein tolles Tor erzielt, Brunner, Wolf und all die anderen haben sich voll reingehängt. Dazu die klasse Führung auf dem Eis durch die älteren Spieler, da waren sehr viele positive Ansätze dabei. Allerdings hielt die Führung nicht lange, das 1:1 der Gäste, leider nicht eingefangen von unserer Kamera, fiel nur 15 Sekunden nach der Deggendorfer Führung. 2 Minuten später erzielte Ottawa dann sogar das 2:1 durch Kevin Domingue. Vorausgegangen war ein Patzer von Thomas Schmid. Im Tor zu dem Zeitpunkt dann übrigens schon Henning Schroth. Der packte dann, ähnlich wie Zabolotny im ersten, im Schlussabschnitt noch die ein oder andere gute Parade aus. Dem DSC war nun doch anzumerken, dass man erst gut eine Woche wieder auf dem Eis steht. Chancen waren trotzdem noch ein paar da. Osterberg vergibt beim Stande von 1:2 einen Alleingang. Und auch Greilinger scheitert aus recht aussichtsreicher Position an Dominic Graham, der mittlerweile anstelle von Hodgins übernommen hat. Allison nahm dann in der Schlussphase noch Schroth zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Der Anschluss wollte aber nicht mehr fallen. An sich war das kein schlechtes erstes Spiel. Schade, dass wir am Ende nicht mehr zusetzen konnten und deshalb verloren haben. Aber insgesamt hat es jede Menge Spaß gemacht. Ein großes Lob geht an unsere Fans, die so zahlreich dieses erste Match besucht haben. Das ist schon beeindruckend. Wir müssen uns jetzt einfach nach und nach auf dem Eis finden. Der Coach hat gerade in einer Besprechung gesagt, die Gegentreffer sind alle aus Fehlern von uns entstanden, nicht weil sie besser waren. Daran gilt es nun zu arbeiten. Nächste Gelegenheit ist das Spiel am Sonntag im Rahmen des Stadionfestes gegen Ingolstadt, wobei das Ergebnis da völlig zweitrangig ist. An dem Tag geht es in erster Linie darum, den Wechsel von Thomas Greilinger von seiner langjährigen sportlichen Ingolstadt in seine wirkliche Heimat nach Deggendorf gebührend zu feiern.